Soeben aus dem Bett gefallen. Guten Morgen in diesem Sinne. Wir sind 11 Tage und 9 Stunden out vom Mr. Olympia. Und ihr dürft mich heute den ganzen Tag begleiten. Ihr kennt die Morgenroutine. Wer sie noch nicht kennt, der sollte beim letzten Video vorbeischauen. Für mich gibt es erstmal 1/2 Liter Wasser. ERAs, Glutamin, Kreatin, ihr wisst Bescheid. Dann starten wir in den Tag. Let's go. Cardio, Stretching, Posing, fertig. Man sieht es mir an, fühlt 18 Kilo Wasser verloren. Und jetzt saugen wir den SpongeBob wieder auf im Pool. Eigentlich wollte ich dich überraschen. Die Überraschung ist dir gelungen, ey. Ich hab mich voll erschrocken, Mann. Ist jetzt hier extra der Pool für uns gereinigt, oder was? Ich hoffe, ich kann da jetzt rein. Meinst du, hast eine Chance? Ich denke schon. Wenn nicht, kriegt er ein paar Pesoten in die Hand gedrückt und dann kann er eine Runde Pause machen. Wie viele Kilos hast du über Nacht gedroppt? 3 Kilo habe ich gedroppt über Nacht. Also eine ordentliche Hausnummer, aber man sieht es der Form an. Ich bin zwar etwas flacher, aber ich würde sagen, die Härte kommt rein. Wasser geht raus. Ich meine, 3 Kilo werden jetzt nicht fett gewesen sein, sondern das meiste ist Wasser. Und ja, jetzt eine Woche vor dem Wettkampf wird das manipuliert, Wasser rausgedrückt. Dann werden die Speicher voll gemacht, dann drückt es den Muskel schön gegen die Haut. Und dann muss man an Tag X natürlich Bombe aussehen. Baywatch-mäßig. Wie Pamela Anderson, ja. So mit den Haaren da hinten. Was machst du gerade? So wie jeden Tag das Frühstück für uns. Macht du sie das nicht selber? Nee, seitdem wir uns kennen, macht ihr das nicht selber. Also schon seit 2 Jahren. Da kann er sich aber glücklich schätzen. Was gibt es heute? Heute gibt es wie immer Reisflocken mit Beeren, ein bisschen Null-Kalorien-Marmelade und Trick 17, wenn man auf Diät ist. Aktuell will er immer den Topf hier noch haben, wo man das drin macht. Damit er den noch schön auskratzen kann, um die letzten paar Carbs hier rauszuholen. Und was wartet draußen auf ihn? Achso, ja, sein Spiegel, sein Rührei mit Spinat, Gemüse, ein paar Proteine. Hast du das auch gemacht? Ja, klar. Wer sonst? Oh, wie von Zauberhand ist dein Essen fertig. Ja, Freunde, ich gewähre euch einen Einblick in meinen heiligen Morgen mit meinem Schatzi zusammen. Die hat das Essen vorbereitet, bin ich sehr dankbar, immer wenn die das Frühstück macht. Hier macht sie mir immer ganz süß noch den Topf zum Auslöffeln. Also eine süßere Freundin gibt's für mich nicht. So kann ich jetzt in den Tag starten und ich lasse mir schmecken, genieße die Zeit mit meinem Girl und wir sehen uns später zum nächsten Meal. Leute, vielleicht kann man es mir anerkennen, die Seiten sind wieder auf Kontostand. Ich war beim Friseur in der Zwischenzeit, jetzt wird es Zeit fürs Training, wir haben 14 Uhr, wir treffen uns auch gleich mit einem Gast im Iron Gym und vorher gibt es bei mir meine Pre-Workout-Mahlzeit, wollte ich euch kurz zeigen. Das ist nichts Spannendes, das sind 50 Gramm Whey-Isolat, ein bisschen Eikler dazu, 1 Minute in die Mikrowelle und dann ist es so ein kleiner Kuchen in Anführungsstrichen. Keine Kohlenhydrate vor dem Training, erst danach, das lasse ich mir schmecken und wir sehen uns im Gym. Okay guys, today I have to do this in English, hope you understand. Let me introduce you to Team Outlaw member and one of the best men's physique guys from Brazil, Olympia competitor Diogo Montenegro. Yo guys. Yeah, let's do it. We train chest today. Everything we can push. So that's the shoulders, let's do triceps and that's it. Also auf Deutsch nochmal für die Leute, wir machen heute einen Push-Day. Ganz klassisch, ihr dürft uns mitbegleiten. Es wird nicht viel geredet, wir ziehen einfach durch. Es sind 10 Tage bis zum Mr. Olympia. Und ja Mann, let's do this. Ohne viel Gelaber. Let's go. Let's go. Schon wieder steil vorwärts. Look at this motherfucker up there. Another shit. I don't know. All the way. Go, go. All you. Come on, bro. Push it. Crazy Typ. Und da macht es natürlich umso mehr Bock, mit so jemand zu trainieren, weil wir beide wollen in den First Callout. Und jetzt hat jede Wiederholung dafür geopfert. And last one. I'm here. Push, push. He's good, he's here. I'm here, come on, squeeze,
Let's go. Come on. Come on, 10. Easy. 7, let's go for your family. Come on. For your little children. Come on. Easy. Up. Up. Hier geht's richtig zur Sache heute. Okay. Brazilian Power. That's great, baby. Oh. Yeah, come on! Last heavy. Come on, all you. Now work. Come on, Yogo. For Brazil, come on. Come on! Guck mal, wie in Deutschland trainiert wird, oder? Come on, go. Go, 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 yeah! Oh, fuck. So much sun. How do you feel? I'm feeling heaven. Yeah, the best place in the world. It's like, come on. It's like on drugs after training. Jo, war eine richtig geile Einheit. Ich hoffe, ihr habt einen Einblick bekommen mit internationalem Gast. Ich denke, das ist eine ganz coole Sache, mal ein bisschen die anderen Profis, jetzt gerade aus Brasilien und so, mit reinzunehmen. Und wir verabschieden uns. Haut rein. So, Training habt ihr gesehen. Ich bin komplett durch, so wie es sich gehört. Meine guten Kohlenhydrate, die habe ich mir, denke ich, verdient. Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare, habe ich sie mir verdient oder nicht. Es gibt 70 Gramm Reisflocken, 50 Gramm Whey-Isolat ist da noch mit drin. Und jetzt wird gechillt den restlichen Tag. Vielleicht ein bisschen am Pool, vielleicht ein bisschen im Bett. Mal schauen. Guten Männer. Ich dachte mir, ich zeige euch einfach, wie die nächste Mahlzeit aussieht. Ich esse die hier knallhart im Liegen, im Bett. Schau mir was dabei an. Es gibt Fisch, 200 Gramm, weißen Fisch, Tilapia, Spargel, Gemüse. Dazu ein bisschen Senf. Die Instagram-Follower wissen Bescheid. Wie gesagt, danach kippe ich auch nach hinten und penne erstmal noch eine Runde. Gott sei Dank ist Flo reingekommen und hat mich gefilmt, weil ich jetzt nämlich auch knallhart vercheckt, zu sagen, jo, wir müssen filmen, weil der Hunger auf jeden Fall extrem da ist. Deswegen danke Flo und guten. Was ist das? Hm? Es gibt noch Reisflocken, 40 lächerliche Gramm, aber ich gebe mich mit allem zufrieden. Drüber wieder ein bisschen Marmelade und Zimt, das war's dann an Kohlenhydraten. Später gibt es nochmal Fleisch und Gemüse und dann noch die letzte Mahlzeit und mache eine Runde Cardio. Das lasse ich mir erstmal schmecken und genieße das. Hallo und herzlich willkommen aus Tim Melzers Kochstudio hier aus Mabea. Ne, Spaß beiseite, aus Mexiko. Selbst ist der Mann. Ich habe das Messer parat und das Küchentuch. Nicht als Gourmet-Koch, wie ihr wisst. Mache hier gern die Anabolic Kitchen. Es gibt meine Mahlzeit vor dem Cardio jetzt. Wir haben es schon recht spät, 20 Uhr tatsächlich. Was machen wir jetzt? Wir fügen zwei Mahlzeiten zusammen. Normal habe ich 150 Gramm Fleisch. Jetzt habe ich hier 300. Mexikanisches Fleisch, Chicken, Pollo, 300 Gramm gibt es denn hier, freue ich mich schon drauf. Und dann, wie man von Steve Bentin gelernt hat, von der Nachbarschaft der Guten, die Spargilze, dürfen natürlich nicht fehlen. Ich schneide mir dann noch ein bisschen Zucchini dazu, brate mir ein paar Champignons an und eine Besonderheit hier, was die in Mexiko essen, Kaktus. Das Superfood schlechthin. Und natürlich als wahrer Gentleman, die ganzen Knoblauchzehen werden auch noch mit reingeschnitten. So, dass ich unertragbar bin. Nicht nur von der Laune, sondern auch vom Atem. Gott sei Dank gibt es kein Geruchs-YouTube. Das Ganze sprühe ich hier mit Pam-Spray an. Kommt hier. Zap-zap-zap. Ein bisschen was in die Pfanne. Passt schon. Drüber gibt es hier noch das abgewogene Salz von heute Morgen. Wie gesagt, da sind jetzt noch, keine Ahnung, 3-4 Gramm drinne. Und weil einmal Knoblauch nicht genug ist, gibt es noch ein zweites Mal Knoblauch übers Chicken drüber. Ich werde mir das genehmigen. Danach werde ich rübergehen, meine 20 Minuten plus Sonderzuschlag auf dem Bike machen. Kurz in den Pool springen oder unter die Dusche. Dann sehen wir uns zur letzten Mahlzeit und das darf es dann für heute schon gewesen sein. Pack mal's an. Freunde, letzte Mahlzeit steht an. Für mich gibt es 5 Liter Wasser, weil ich ja, ne, 10 Liter tatsächlich,
Kleiner Spaß am Rande, in Mexiko holt man sich immer dicke Bottiche. Aber tatsächlich, so ein Ding werde ich in der Peak Week täglich trinken, dass ihr mal die Vorstellung habt, ja, was jetzt noch auf mich zukommt, beziehungsweise auch auf euch, wird natürlich dokumentiert. Ja, darum soll es nicht gehen. Es geht um die letzte Mahlzeit. Ich komme gerade vom Cardio, gefühlt zum 37.000. Mal geduscht heute. Es gibt die letzte Mahlzeit, und zwar 250 Gramm Eiklar, ein Vollei und vom geilen Koro Mandelmus. Einmal in weiß 20 Gramm und in braun 20 Gramm. Drüber ein bisschen Zimt, Omega-3, Wobenzym und Melatonin. Das hilft euch beim Schlaf. Der Bär ist raus für heute. Gute Nacht. Und ja, kommentieren, liken, abonnieren. Bis dann, haut rein.